Hello, people! Willkommen zurück zu Let's Play, SMW. The Dingensbums. Ja, was The Dingensbums heißt, weiß ich auch nicht. Okay. Super Sequel 7 heißt das, so. Jetzt machen wir dieses Level und das war, glaube ich, ziemlich bösartig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, nicht. Dankeschön. Wow, scheiße. Nee, das Level war wirklich fies. Wie man hier schon sehen kann. Nein. Aber ich finde die Palette ganz interessant gemacht. Sowas habe ich auch noch nie gesehen in der Form. Respekt. Also der hat hier mit Vanilla-Leveln, mit Vanilla-Mitteln auch alles rausgeholt, mit dem man auch sowas machen kann. Und so eine Grafik habe ich auch sonst nie in einem Hack gesehen, ohne Witz. Und dann auch mit so einer Palette. Passt doch irgendwie perfekt zu einem Castle, finde ich. Respekt. Also Sieg konnte schon mehr als einfach nur Vanilla-Hacks machen. Hat er hier ja schon bewiesen. Und auch er. Denn das sind Custom-Sprites, diese Seilbär-Swamps. Und dann Off-Blöcke auch. Okay. Hier haben wir den Midway-Point, aber erst ab hier wird das Level richtig fies. Zumindest beim ersten Mal habe ich hier 60 Versuche gebraucht. Kommt ungefähr hin. Mal sehen, ob ich es jetzt irgendwie schneller schaffe. Ich glaube, ich habe lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, wo hier weitere P-Switches sind. Hier haben wir jedenfalls so ein Speed-Level, also man muss hier... Autsch. Ja, ich dachte mir, warum sind hier keine P-Switches? Aua, wow. Die P-Switches, autsch, sind genau da, wo diese komischen Münzen sind, die sich nicht drehen. Also das ist das Kennzeichen für einen P-Switch und da habe ich erstmal ein paar tausend Jahre gebraucht, um das herauszufinden überhaupt. Nein! Ach Gott, warte. Miau, so Feder, du kommst her. Danke. Tschüss. Okay, jetzt machen wir das mal richtig hier. Denn ich möchte dieses Level schaffen. Miau. So, und hier... Oh Gott. Menno, Menno, Menno. Das ist echt fies. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller werden, weil sonst... klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Fick dich, Pflanze. Ich hasse dich, dafür musst du jetzt sterben. Ach, Mann. Und wow. Moins. P-Switch. Soll ich drücken, Mama, und ich sage absichtlich P-Switch. Weil ich bin ja zu blöd, um Englisch zu sprechen und sowas. Ups. Au, und diesen Scheiß-Swamp vergesse ich auch immer. Der ist ein bisschen fies gemein. Also, ich glaube, ihr dürftet jetzt wissen, warum ich so lange für dieses Level gebraucht habe. Damals. So, wenigstens müssen wir hier jetzt eigentlich nur zweimal reingehen. Zum Federn holen, weil da gibt es ja auch noch eine Feder gratis. Das heißt, die dritte kriegen wir einfach so. In diesem Castle. Oh, solange wir nicht in dieses Viech reinkrachen. Nämlich genau das da, was ich gerade umgebracht habe. Oh Gott, nicht sterben, Mario, nicht sterben. Dankeschön. Schnappt er den P-Switch und drücken. Nein, nicht.
Ach verdammt, warum muss dieses scheiß Feuer ausgerechnet ankommen, wenn ich da durch will? Das ist doch voll unfair! Ah! Scheiße, das war eine Millisekunde zu spät. Schätzungsweise. Oh, und jetzt gehen wir bald wieder Game Over. Darauf habe ich null Böcke. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Hello, people. So, hier bin ich wieder zurück mit zwei Federchens. Federleinchens. Oder wie auch immer man das nennen mag. Okay. Miau. So, jetzt kommt der... Jetzt kommt noch ein weiterer P-Schwitzer. Und den drücken wir jetzt. Und diesmal, bitte lass mich nicht einfach so verrecken. Oh, diesmal habe ich extra... Nein, 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 nein. Och, Menno! Das ist doch voll nicht nett hier. Mein Gott, hier muss man sich ja auch derbst beeilen. Das ist doof. Das ist sehr, 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 sehr doof. Mistige Mist, Mist, Mist. Oh Gott. Ja. Gott. Nein. Okay, diesmal springen wir hier. Ich meinte, wir springen hier. Hallo, hörst du schlecht, Mario? Ich glaube, du solltest mal zum Ohren-Nasen-Ohrenarzt. Weil da behandelt man die Ohren doppelt, nämlich beide. Und du wurdest offenbar bisher nur an einem Ohr operiert, sodass du auf dem anderen taub bist. Und hä? Warum bin ich jetzt klein geworden? Das finde ich nicht korrekt. Warum? Warum bin ich jetzt klein? Och Mann, und wieso verpasse ich diesen scheiß Pilz immer? Ich hasse Scheißpilze, och Mann. So, ihr könnt mich mit euren Feuerdingern jetzt auch nicht aufhalten. So, ich werde euch jetzt besiegen. Und ich werde dieses bekiffte Level besiegen. Jetzt und sofort. Und nicht später. Jetzt bei diesem Versuch werde ich dieses Level schaffen. Wenn nicht, dann... dann werde ich... mein Computer aus dem Fenster schmeißen, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Dann müsst ihr alle für den Rest eures Lebens ohne meine Let's Plays auskommen, weil ich mir auch gar keinen neuen Computer kaufen werde. Nachdem ich mein Ding zerstört habe. Ich hasse Computer dann immer für die Ewigkeit. Ach Gott. Mein Gott, das ist echt nicht einfach, hier einen geeigneten Stellplatz für das komische Teil zu finden. Weil ich habe Angst, dass das Teil einfach in der Lava landet oder ich in der Lava lande. Okay, Leute, jetzt müsst ihr ohne meinem Let's Plays auskommen. Tschüss, ich werde jetzt meinen Computer zerstören. Nee, natürlich nicht. Noch ein Versuch, mein Gott. Ich hasse dieses Level. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Nein. Och man, das passiert mir immer, wenn ich da irgendwie versuche hochzufliegen. Diese scheiß Pflanze sollte man umbringen. Gehört, totgeschlachtet. Okay. Jetzt machen wir es aber richtig, aber die Zeit ist bei diesem einen Beast-Bitch extrem knapp. Kann es da sein, dass ich da ein Ding vergessen habe, das dazwischen ist? Oh, fuck. Das war auch wieder eine extrem knappe Geschichte. Ja, toll. Ich bin jetzt... schon so schnell durchgerannt, wie ich konnte. Okay. Dem wird wieder knapp. Tschüss. So, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe mir wieder Federn und diesmal 12 Leben geholt. Und ja, jetzt werden wir dieses Level endlich mal finito machen. So. Du blöder Peacewatch, komm her. Ich hasse diese Fireballs. Die nerven mich rum. Nein, oh, fick. Ficken, fick. Fuck. Ficken, fick, fuck, doppelt. Mein Gott, ich hasse es.
Okay. Hallo, gib mir einen Pilz, du Sack. Dankeschön. Ach. Mein Gott, der gibt mir noch nicht mal einen Pilz, verdammt. Und ich habe vergessen, Federn zu holen. Das finde ich... Ja, das war die dümmste Tat aller Zeiten. Du schmeißt den P-Switch einfach so in der Lava. Ach, na sag mal, geht's noch, Mario? Ach, Mann. Ne, 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 ne. Das geht doch nicht, das geht doch nicht. Okay, jetzt kommt das Langweilige. Wir holen Power-Ups, wir holen Power-Ups. Ach, Mann, oder nee. Warte, wir können ja auch einfach... Die dritte Feder kriegen wir hier, oder die zweite. Vom dritten Mal Power abholen, das ist... Ach Mann! Wie, warum passieren mir das immer? Ich wollte das Viech eigentlich mit dem Federding ins Bums wegwirbeln! Und warum ist das jetzt passiert? Das werde ich euch nie verzeihen, ihr Säcke. Mein Gott, dieser P-Switch ist mir ein Dorn im Auge. Dieser verdammte mistige Mist P-Switch. Och Mann, ich hasse ihn. Ich hasse es. Allmählich fängt mich dieses Level an zu nerven. Zu nerven. Zu nerven. Ja, ich habe dieses Wort jetzt dreimal gesagt. Und ich hoffe, diese Worte sind deutlich genug in euer Gehirn vorgedrungen, als dass ihr sie verstehen könnt. Fehler Nummer 1 und... So, und jetzt wieder, du verlierst wieder dein Ding an diesem Scheißviech! Nein! Gott, das war knäppelig hier, knapp. Mein Gott, ich denke mal, dass die Feder einen Block weiter links ist. Das ist aber nicht, mein Gott. Okay, jetzt bitte nicht den P-Switch in die scheiße Lava schmeißen, Mario, dankeschön. Okay, und jetzt habe ich schon ein bisschen gezögert. Jetzt kann ich das vergessen, weil die Zeit ist ja wirklich sowas von extrem knapp. Also ich kann kaum noch weitergehen. Mein Gott, das war schon zu viel gezögert. Ich krieg das nicht mehr hin. Nee. Jetzt muss ich das irgendwie fertig kriegen, das Teil irgendwie abzulegen und zu drücken, ohne dass das in diese scheiß Lava fällt. Ja, so fällt das aber natürlich in die Lava. Das ist das Problem, seht ihr? Oder warte. Warte, vielleicht habe ich ja bei diesen komischen blauen Blöcken bessere Chancen. Lass mich mal gucken, ich gehe da bald mal hin. Vielleicht geht's ja da. Man weiß es ja nicht. Mein Gott, aber das ist wirklich sowas von extrem knapp. Bäh. Einfach so hochspringen geht ja nicht. Weil dann... kommt man ja nicht über den P-Switch drüber, beziehungsweise im Bereich des Drückens, wenn ihr versteht, was ich meine. Das funktioniert alles nicht, verdammte Mistkacke. Aber ich werde es mal in diesen blauen Dingern versuchen. Ja. Einzige Alternative, die mir jetzt einfällt. Wenn man die nicht hat, dann... Aua, fick dich! Nee, also das war jetzt echt scheiße. Warum musste dieser scheiß Feuerball ausgerechnet da sein, wo ich gelandet bin? Das geht doch nicht, also... Das möchte ich nicht da. Autsch. Nein, 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 nein. Warte. Jetzt. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter geschafft. Okay, ich werde jetzt so schnell durchhetzen, wie ich kann. Ja, jetzt tatsächlich funktioniert. Toll. Oh Gott, wie lange soll denn das noch weitergehen? Jetzt versteht ihr damit, das ist böse. Ich glaube, hier sollte man das Ding nicht drücken, weil sonst hatte man die Arschkarte. Oh nee, scheiße. Hier war das so, dass man das Ding gerade drücken musste. Verdammt.
glaube im Remake dieses Sequel-Teils war es andersrum. Da durfte man dieses Ding eben nicht drücken, weil sonst... Ja, verdammt, ich bin darauf reingefallen. Mist. Aber die einzige Chance ist da so drüber zu hetzen, wie ich das gemacht habe. Also, hier ist Beeilung hoch 3000 angesagt. Weil sonst verreckt man ziemlich schnell. Und das ist nicht schön. Komm her, Feder. Okay. Nein. Diesmal falle ich wieder nicht in dich rein, weil das möchte ich ja nicht. Okay. BSVG! Okay, schnell. Fast. Go to Beeilung. Och man, das war der größte Fail des Jahr 3000. Nicht nur des Jahrtausends, sondern seit 3000 Jahren der größte Fail. Und ich sollte mir lieber Dinge angeln. Weil so kann ich mich ja gleich umbringen. Das nützt ja alles nichts, wenn ich keine Fidis hab. Nein! Okay. Pizzi! Ja, und ich glaube, ich sollte aufhören, so kleinkinderhaft zu reden, weil das ist nicht gut für die Gesundheit eurer Ohren. Weil dann durch dieses Gequieke fallen die Ohren bei euch ab. Bestimmt. Jetzt gehen wir wieder in dieses graue, triste Untergrundsröhren-Labyrinth-Zeugs-Gedöns-Dingens-Kirchens-Kack. Okay, und jetzt haben wir wieder Bieswitschi! ich frage mich, warum ich heute so drauf bin, aber... Diesmal... Nein! Was war das denn? Ich hab das Ding einfach so gedrückt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, aber leider war das nicht das, was der Steller will. Deshalb müssen wir sterben. Weil wir nicht das Richtige gemacht haben. Aber nee, diese Folge will ich so komplett drin haben. Die ist humorvoller als der Rest, den ich bisher in letzter Zeit abgeliefert habe. Weil sonst war ich immer so still so und habe die ganze Zeit oft irgendwie nichts gesagt. Aber hier fällt sich das irgendwie anders. Aufgrund der Happiness in dieser Episode will ich das unbedingt drin haben. Egal wie kacke ich hier spiele. Und wie lange dieser Scheiß dauert. Na, fick dich, nimm doch mal den Scheiß B-Switch. Warum nimmst du den nicht, du alles Drecksgedöns Loch.Arsch.Geigen.Arsch. Nein. Mario, du Arschgeige. Du bist doch doof. So, jetzt nochmal B-Switchy drücken. Und Beeilung. Nein. Oh, jetzt nimmt er das Teil endlich. Und auf die Feder muss ich leider verzichten. Nein. Ach Gott. Endlich. Ich habe es finitot. Ich bin so cool, dass ich das geschafft habe. Wir haben eine düstere Palette, die gefällt mir irgendwie. Nicht sterben, Mario, nicht. Sterbe nicht. Dankeschön, du bist so cool, Mario. Dass du nicht gestorben bist, du hast mir ausnahmsweise mal einen Gefallen getan. Das tust du ja sonst nie. Du verreckst immer da, wo du das nicht willst. Wo du das willst, wo ich nicht will. Ich frage mich aber, warum ein Mensch selber sterben möchte, der nicht suizidgefährdet ist. Oder Mario ist ja suizidgefährdet, weil der hat sich ja an die 20 Mal in den Abgrund gestürzt. So. In diesen Dingensbums macht man nicht den Porch weiter. Das war's dann auch schon von mir. Das bis dann. Tschüssikowski!